Jetzt gibt's einen Einwurf. Daniel Opare. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Da entscheidet. Und das gibt einen Freistoß für Arsenal. Hector Bellerin. Das könnte die Chance werden. Geht er rein? Da trennt er ihn fair vom Ball. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. So, das ist abseits. Brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Wir belegen das mit der Zeitlupe. Das Gespann hat es sofort gesehen. Können Sie verkürzen? Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Ekwall wird ausgeführt von Arjen Robben. Kopfball. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Arsenal in der Vorwärtsbewegung. Özil! Den Ball hält er gut. Und das gibt Ecke für Arsenal. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Macht er ihn. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Da kann er ihn stoppen. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Morgan. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und Robben treibt den Ball nach vorne. Flanke kommt, wird das eine Chance? Der Ball ist weg und jetzt können sie einen Konter fahren. Das war einfach. Und er hat den Ball. Nee. Der Schuss war nix. Viel zu groß die Distanz und dann natürlich auch nicht präzise genug. Gefährliche Flanke. Jetzt Arjen Robben. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Okazaki. Alexis Sanchez kommt am Flügel an den Ball. Und er bringt den Ball rein. Da holt er sich die Flanke. Das war wichtig, sonst wäre es gefährlich geworden. Okazaki.
wird's jetzt gefährlich. Den spielt er gut. Mali. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Jetzt ist hier noch mal richtig Feuer drin. Noch ein Tor. Dann packen sie den Ausgleich. Dass die hier noch mal zurückkommen, das ist Wahnsinn. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Da trennt er ihn vom Ball. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Gut aufgepasst und abgefangen. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Oha, ein Foul von ihm, dabei hat er schon gelb gesehen. Und jetzt muss er runter. Das ist bitter und die Lücke müssen sie jetzt irgendwie schließen. Und jetzt geben die Fans hier noch mal Gas, gibt ordentlich was drauf an Nachspielzeit. Vielleicht geht ja noch was. Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie noch mal nach vorne. Das Spiel ist gleich vorbei, aber der Freistoß wird natürlich noch ausgeführt. Und da zeigt er ihm gelb. Kann man durchaus geben. Gute Möglichkeit. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Sehr guter Einsatz. Jetzt wird's gefährlich. Özil versucht's einfach mal. Hier hat er ein. Und jetzt muss er aufpassen. Us in 6-8 each touch.